Und damit herzlich willkommen hier bei mir und Stefano bei Conan Exiles. Das ist natürlich wieder ein Mitschnitt des Livestreams von Stefano, also Straightwater. Juhu. Ich dachte, du bist schon auf dem Weg zu mir. Nein, bin ich nicht. Du Arsch, ey. So, jetzt kriegst du. Jetzt kriegst du. Ah, jetzt hat er den. Ja, was ist hier passiert? Ich habe mein Haus abgerissen. Ich hatte so die Schnauze voll. Ich mochte das überhaupt nicht mehr. Ich habe gedacht, entweder reiße ich jetzt alles ab oder ich höre mit dem Spielen auf. Dann habe ich gedacht, gut, dann reiße ich alles ab. Ja, mit dem Spielen aus stand ja auch nie wirklich zur Option. Doch. Nein, das. So, und im Endeffekt. Ich blute! Es ist doch nicht mein Problem, dann musst du einen Tampon nehmen. Auf jeden Fall stand hier das Häuschen. Und ja, jetzt habe ich erstmal ein bisschen umgebaut. Achso, den Mitra-Tempel, der war ja komplett fertig aufgewertet. Den habe ich abgerissen und muss ihn nochmal neu aufwerten. Ja. Und hier haben wir so ein paar Schränkchen und so, ne? Ich weiß eh noch nicht, wo was drin ist. Hier ist meine kleine Küche. Apropos Tempel. Verrutscht dein Tempel nicht beim Aufwerten auf Stufe 3? Doch, aber nur ein kleines Stück noch. Okay. Das macht nichts. Gut, weil meiner ist ja hier eine komplette Bodenplatte verrutscht. Der wäre jetzt dann nach dem Aufwerten in der Tür drin gestanden. Genau. Ja, hier, bis hier würde er gehen. Aber es macht nichts, weil du kommst dann ja von hier durch auf die, auf diesen Durchgang hoch. Ja, das habe ich schon so eingeplant. Hoffentlich stößt man sich nicht den Kopf dann an der Tür. Hier, da guck mal, das ist ein Platz für dich. Hier ist die Küche für dich. Bist ja eine Frau, ne? Ja, du musst es dann aber auch essen. Ja, solange ich nicht krepier dran, ist doch alles gut. Boah, dann machen wir ein paar schwarze Steaks. Geht gar nicht, ich habe keine dabei. Auf jeden Fall, ich musste eigentlich alles nochmal neu craften, das war mir aber egal. Das war mir einfach nur egal. Den Kühlschrank neu, Lagerfeuer neu, Mahlstein neu. Alles glänzt so schön neu. Jetzt höre ich auf. Ah, und hier kommt ja mein Gasthaus hin. Und da haben wir schon eine Schlawinerin. Das ist eine Wienerin? Schlawinerin. Guck mal, wie fein die das macht. Tanze mich. Aus welchem Bezirk aus Wien kommt die? Die Schlawinerin? Das weiß ich nicht. Musst du sie mal fragen. Ja, Mika. Nee, hör auf sie zu schlagen, sonst kriegst du von mir. Ich hab nicht gefragt. Nicht? Ja. Mika fragt, wer kocht jetzt feinstes Fleisch? Ja, Stefano. Ich koche das schwarze Fleisch. Genau. Und da fehlt mir noch ein Stück Dach, aber da wollte ich entweder Stefano oder Kappe nochmal fragen, Kappschule, ob die mir das Dach da oben ran schrauben können, weil ich krieg's wieder nicht geschissen. Es ist halt so. So, ja. Hier habe ich einen großen Vorraum und, mein Rad der Schmerzen steht hier. Das ist Fitnesstraining, das ist Zirkeltraining. Genau, mein Fitnesstraining. Mein Gerber musste leider hier mit reingehen. Aber es ist okay. Das macht nichts. Gerber rein riechen angenehm. Das ist gut für die Moral der Mitarbeiter. Ach oder so. Stinken die ganz fürchterlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht laufen sie dann schneller. Ja, hier Zimmermann, Schmied. Mach Platz. Wir sind zu fett für einen Durchgang. Hier haben wir den anderen Kram. Ja, also alles so ein bisschen aufgeteilt jetzt so, ne? Hier sind meine beiden Öfen, aber das langt auch. Hier ist so, dass der Mitarbeiterbereich, die Büros sind hier. Na, so ein Zweierbüro ist doch nicht schlecht. Gut, okay, hier in der Mitte haben wir ein Dreierbüro, aber ja, meine Güte, da ist bis jetzt nur ein Angestellter, aber das lässt sich ja noch ändern. Nö. Dann müssen wir irgendwann mal auf Tour gehen. Die können aber schön sägen. Macht sie aber ganz toll. Tja, wenn ich schlafe, säge ich genauso. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur auf Kappschule und hoffen, dass da bald dazu kommt.
Ja. Ja, ansonsten müssen wir halt mal aufbrechen. Ich weiß nicht, ob wir es heute überhaupt noch schaffen, weil... Doch, denke ich. Ja, ich denke auch, dass Kapi irgendwann dazustoßen wird. Sache ist nur die, dass es heute in Anführungszeichen für eine gewisse Zeit lang Kapis Abschiedsstream, weil Kapi fährt in Urlaub. Und wird ja, deswegen die nächsten 4 bis 5 Streams dann, kann er nicht anwesend sein, weil er ist nicht da. Ja, blöd ist das. Hast du alles? Ich glaube, ich habe alles außer sehr warmes Fleisch und nicht abkühlendes Getränk. Aber das müsste alles passen eigentlich. Ich sollte nur mit ganz normales Trockenfleisch. Ja, es, wir gehen ja sowieso bei mir vorbei, um hinterzukommen. Oder kennst du einen kürzeren Weg von hier aus? Ich kenne keinen kürzeren Weg. Kennst keinen kürzeren Weg. Kapi kennt einen kürzeren Weg von irgendwo einem Tunnel hier oberhalb von seiner Base. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Das heißt, wir gehen bei mir vorbei und dann wieder oben an den Schwertern entlang. Alles klar. Also so, wie wir die letzten Male halt auch gegangen sind. Ach so, habe ich überhaupt schon die Brücke gezeigt hier? Ich glaube, die Brücke hast du noch nicht gezeigt und du hast auch noch nicht gesagt, warum wir diese Brücke überhaupt gebaut haben, weil ein Augenschmaus der Landschaft oder architektonisches Wunderwerk ist es jetzt ja noch nicht. Oh, halt die Schnauze, ey. Aber sie hat einen sehr guten Grund. Die habe ich wegen dir gebaut. Und zwar, weil erstmal sind hier immer so arschviele Wölfe. Und Stefan hat immer geheult, ja, dass 20.000 Wölfe auf dem Weg zu mir rüberliegen. Ich hatte nur eine Ausrede gesucht, warum ich etwas länger brauche. Die hast du mir jetzt genommen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, weißt du was, ich habe die Schnauze voll. Ey, da muss jetzt eine Brücke her. Ist mir scheißegal, wie die aussieht. Und komischerweise benutzt sie jeder. Hauptsache beschweren, aber benutzen tut ihr sie alle, ne? Also es ist unglaublich. Ja. Ja, das ist so. Und jetzt kommen wir ohne Gefahren einfach vom einen Haus zum anderen Haus. Ja, wobei ich mir noch überlegen muss, wie ich hier meine Treppen, meine Mauer dann natürlich fertig gestalte und da hinten noch einen ordentlichen Eingang hinsetze. Jetzt ist meine Rüstung natürlich nicht komplett repariert, aber naja. So, und hier hat es da vorne so ein bisschen umgebaut. Das wird sein neues Zuhause. Eigentlich nicht umsorgt, nur weiter. Oder weitergebaut, ja. So. So. Ja. Ich wollte Fleisch und ich wollte. Was wollte ich denn noch? Ich habe nur Trockenfleisch mit. Ach ja, Wasser wollte ich. Das nicht gefrierende, gereinigte Wasser. Ich habe sicherheitshalber aber auch mal Trinkschlauch mitgenommen. Habe ich auf jeden Fall auch dabei, solange man das Wasser nicht zwingend braucht. Werde ich aus dem Trinkschlauch suppeln? Richtig, das mache ich auch so. So. Hast du da oben Mitarbeiter? Wo oben? Auf deinen Türmen. Oh ja. Auf zwei stehen welche drauf, ja. Oh, auch nicht schlecht. Ja. So, und einer hat die lustige schwere Eisenrüstung an, die ich nicht so toll fand. Du hast einen Pfeil geschossen. Ich nicht. Bist du blöd? Klar. Lebensmüde. Der hätte mich treffen können. Ich habe extra an dir vorbeigeschossen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Aufwerten von dieser ganzen Geschichte hier, ne? Ja, ja. Das wird auf jeden Fall dauern, bis die nächsten Gebiete da sind und wir uns sowieso eine neue Base suchen. Oder neuen Bauplatz. Und dann kann ich mit ganz neuen Untaten wieder ganz von vorne anfangen. So, jetzt müsste ich aber alles haben. Toll, hier gibt's wieder Viecher, ne? Hier gibt's wieder Viecher und es nach dem Server-Neustart grundsätzlich alles, was an Viechern irgendwo rumlaufen könnte. Ja, das Ding war nämlich einfach nur, das war absolut kacke. Wir haben jetzt 2 Tage mit einem verkrüppelten Server gespielt. Derjenige, der dem Server gehört, der konnte halt vorher nicht neu starten, der war nicht da. Also ich war so traurig, weil die Mobs, die waren einfach nur mega schnell und doppelt so stark. Ah, man merkt halt noch ganz deutlich, dass das Spiel halt immer noch in der Beta-Phase ist. Oder in der Alpha-Phase. Das ist absolut Mist. Ja, Early Access ist halt Early Access. Darauf lässt man sich ein, wenn man die Spiele etwas früher spielt.
Ja, aber wie lange ist das jetzt so bitte? Was, ja, das was das Spiel heißt vom hier Bugs? Teilen Öl? Mika, was soll das denn? Muss ich frech werden oder was, ey? Ja. Ja, bis ich Gundula hole. So. Hattest du Angst? Wer wäre ich? Ja. Ja, dass du mich treffen könntest. Finde ich gut. Wird langsam wieder ein bisschen dunkel hier. Ja, vermutlich werden wir genau da sein, wo die Geistwesen sind, wenn es nicht mehr hell ist. Naja, aber ganz ehrlich, dann im Dunkeln sieht man die eh gut. Die Geister, ja, die auf jeden Fall. Das heißt ja Nöli. Ich werde wieder gemobbt. Wo ist von Mika, dem ganz Lieben, der kann doch gar nicht mobben. Natürlich mobbt er mich gerade. Nein, der... Ich möchte, dass du ihn vom Stream ausschließt, bitte. Der gibt dir liebe Kosenamen. Ja, toll. Ja. Doch, Nöli klingt doch süß. Und? Da hinten ist ein Hässlicher. Ja, den werden wir aus dem Weg gehen. Ich leg mich lieber mit den Wölfen an, als mit den Hässlichen. Okay. Also willst du dich lieber mit mir anlegen, ja? Boah, ein weißer Dackel, noch ein weißer Dackel, du bist da hinten scheinen. Ja, jetzt schon mal ganz kurz. Ich muss zielen. Scheiße, warum sind die jetzt beide auf mich fixiert? Ich hab dir einen abgenommen. Das ist nett. Und schieß dran vorbei. Das ist auch sehr nett. Ja, es ist nur nicht sinnvoll, so meiner ist kaputt. Jetzt ist meiner auch Matsch. Okay. Sehr schön. Eieieiei. Ich habe mich letztens gewundert, warum funktioniert das nicht immer? Übrigens, links ist noch so ein Leuchti, ne? Warum kann ich nicht rollen, wenn ich rollen will? Ja, natürlich, wenn man die Windows-Taste drückt, geht's auch nicht. So, da vorne sind Hunde. Au. Eieiei, wie hübsch. Das hast du gut geschossen. Ich glaube, du hast sie alle beide alleine platt gemacht. Keine Ahnung. Ja, weil ich glaube, ich habe keinen davon getroffen. Ist noch ein Weißer. Ah, scheiß auf den. Wo bist du? Ja, gerade so gerade wollen wir gar nicht mehr. Ja, warte, wo bist du? Ich sehe hier jetzt den Hässling. Hinter den Büschen. Ich höre dich doch. Hier sind... Da bist du, bei den Steinen. Ich bin rechts von dir. Oh. Ja, habe ich gesehen. Das ist gut. Eieiei, der Freund, die Kackwurst. Da ist der Weiße. Ich sehe ihn nicht. Aber ich. Hier kommt gleich das Dorf, ne? Oder? Ja, das, gib mir die Wurz im Weg um. Sie. So, ich gehe mal zum Felsen und gehe weit weg von denen. An denen vorbei. Willst das Dorf gerne großräumig umwandern? Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, wir werden hier den nächsten Weg rechts raufgehen und dann da hinten oben durchgehen. Die haben dich aber auch zum Fressen gern hier heute. Also heute wollen sie mich, ne? Ja. Sterben will er auch nicht. Ja, du hast die ganze Zeit vorbeigeschossen und ich auch. Schön. Ich Steine, du Steine? Nee. Ja, zusammen sind wir steinreich. Was? Nee. Ein Bär. Das war der Bär, den ihr gehört, aber nicht gesehen habt. Was macht er da? Ist er ein bisschen bescheuert? Ja. Er hat gemeint, er müsste jemanden anstürmen, da stand noch keiner mehr.
Warum gehen wir eigentlich die ganze Zeit so langsam? Um den Stream künstlich in die Länge zu stellen. Mhm. Ach so. Ja, natürlich. Das macht man doch so. Dann kriegen wir mehr Werbung in den Stream gepackt. Aha. Ja. Ich hasse übrigens Werbung. Werbung ist absolut schiese. La 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 la. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste es irgendwo da. Wolf! Ja, eine ganze Wolfs. Money! Herde! Okay. So. Mein Wolf ist weg? Ja, ja, meiner auch. Ach, und da vorne ist ein Elchkönig, die tendieren auch dazu, aggressiv zu sein. Uah. Wolf! Okay, ist weg. Der. Yeah. Er hat mich schon auf dem Kieker, nee, dich. Was wäre? Ich mach ihn mal mit weg. Dein König da. Schießt ihm in den Poppes. Oder auch nicht. Ich treffe ja auch gar nicht. Ja, Wolf. Doch, ich glaube, einmal hast du ihn getroffen. Ja, oh, da drüben ist alles voll mit Wölfen. Ja, aber da müssen wir lang. Das nee, ich gehe einfach hier oben lang. Ich laufe mal zum See und, oh, da ist noch ein Wolf und da ist ein Money. Ich mach mal, ich wollte gerade auf den Wolf schießen. Schön, dass er despawnt. Toll. Ah. Das ist doch bescheuert. Money kommt, Money kommt. Ich habe keinen Bock auf Money. Money ist aber tendenziell aggro. Der kann ja auch sein, den kriegt er jetzt von mir. Money, bleib stehen. Ich bin hier, Money. Aua. Money, ich bin hier. So. Oh, Wolf. Tja, hat sich das mit dem Wolf auch erledigt. Gut. In 5 Minuten ist Kappe da. Ja, das ist schön. Okay. Dann muss er halt nachkommen. Das macht er bestimmt sehr, sehr gerne. Wolf hinter dir? Sauber. Hast du Saubär zu mir gesagt? Oh, ich hing gerade. Oh, was hänge ich denn jetzt hier, wenn ich springe? Wie kacke. Lass mal bitte schön gern Himmel schauen, um zu sehen, ob, ja, ich weiß, da unten sind die ganzen Viecher. Ja. Zu gucken, wo die Dinger landen. Ja, dafür müssen sie erstmal kommen. Ich weiß nicht, ob das abends oder morgens ist, wenn sie kommen. Ich glaube, ja, entweder abends oder morgens. Hier habe ich immer Soundruckler irgendwie. Ja, ich auch. Pass auf, da drüben ist ein Money. Mhm. Aber wir können ja erstmal noch weiter in den Norden gehen und zwischendrin ein bisschen schwarzes Eis verklopfen. Richtig. Das ist eine Musch. Das ist schön. Schieße mal da so raus, dass sie kommt, weil ich... Bin schon dabei, ist schon tot. Ist schon tot. Ja. So, jetzt höre ich hier. Hallo, ich hab Mika, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Doch, also, weißt du, Stefano, ich müsste mich hier mal auf den Stein stellen. Mhm. So, lieber nicht. Oh, Scheiße. Ich mach einmal die Wölfe weg hier. Wölfe, Moschi. Money. Wo ist er? Da oben ist alles voll mit. Ah! Oh. So.
Manni okay. hat sich erledigt. Okay, hier auch. Wolf auch. Da oben ist alles voll mit Viechern. Das Ding ist eigentlich, ich wollte meine Aufnahme beenden. Wolltest du deine Aufnahme beenden? Na, sowas. Ja, dann musst du es hier unten machen. Okay. Warte, lass mich noch die Muschi da wegmachen. Das ist aber nicht meine geliebte, heißgeliebte Muschi, die im Tunnel feststeckt. Die ist es nicht, leider. Ach, meine arme kleine Muschi, die im Tunnel feststeckt. Chris? Mika. Gundula. Gut, ja, du beschützt mich bitte kurz. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.